Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René, und ich begrüße euch heute recht herzlich zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Herzlich willkommen zu In 80 Days Through Europe. Wir befinden uns mehr oder weniger auch in dieser World of Trucks Mission. Wir wollen natürlich hier mindestens die 10 verschiedenen Fahrten machen. Eventuellerweise entscheiden wir uns auch noch für ein Team, wo wir 5 Fahrten gemeinsam machen. Ja, habe ich was davon? Habt ihr was davon? Das ist ja schön, das ist gut. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Hier geht's weiter. Wir fahren jetzt erstmal mit Stapler rauf nach Amsterdam und das Ganze von Paris. So, jetzt wo wir hier auch im Spiel sind, können wir gleich noch einsteigen, bitte, und loslegen, ne? So, ne? 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 Na was jetzt? Schauen wir noch mal da raus. Haben wir vielleicht ein bisschen bessere Lichtverhältnisse irgendwo? Nö. Dann starten wir mal, ne? Wir haben noch Pause hingelegt. 9 Stunden dürfen wir fahren. Realitätsmodell meine ich, ne? 9 Stunden Realitätsmodell. Es ist 2:15. Das heißt, so spätestens 10:45 sollten wir dann hier Päuschen machen. Wobei, ne, die 45 Minuten Pause lassen wir jetzt hier auch wieder aus. Also so weit müssen wir ja nicht übertreiben. Haben wir auch bei den letzten Folgen nicht mehr gemacht. Ist für euch langweilig, ist für mich langweilig. So, wie gesagt, bei diesem World of Trucks Event würde ich gerne eines der deutschen Teams mindestens 5-mal hin und her fahren. 5 Aufträge für eines dieser deutschen Teams machen, um den großen Rest abzustauben.
Aufnahmedatum ist heute der 24. März, morgen am 25. um 7 Uhr UTC, entspricht 8 Uhr mitteleuropäische Zeit. Wird die Destination gewechselt, also die Destination von Paris geht dann weiter, ich glaube nach Ancona. Oder Ascona, wo wir eben auch schon mal waren. Aber müssen wir halt da runter auch fahren. Nochmals. Ich würde so ungefähr alle 3 Tage hier jetzt aufnehmen. Schauen, dass ich hier entsprechend auch Aufträge bekomme, damit ich hier wenigstens nicht Leerfahrten habe und so weiter und so fort. Weil Leerfahrten bringen nichts außer Kosten. Und ja, ne, eine Tour haben wir abgeschlossen, eine zweite werde ich jetzt dann noch abschließen. Nach dieser Aufnahme werde ich gleich noch eine aufnehmen. Und zwar von Amsterdam nach Paris runter. Und morgen werde ich dann auch noch ein, zwei, eventuell 3 Touren, vielleicht 4 aufnehmen. Mal schauen. Landwirtschaftssimulator sollte ich auch noch aufnehmen. Habe ich nämlich jetzt nichts mehr parat, außer 2 Wolken, die schon gesendet worden sind. Aber ja, nun, also ich muss ein bisschen auch schauen, was ich sonst noch alles aufnehmen muss. Ne? Gut, die längsten Aufnahmen sind sowieso vom Eurotruck Simulator momentan. Wegen den 8 Stunden Fahrten, also 9 Stunden Fahrten, 9 maximal 10 Stunden Fahrten. Fernlicht einschalten und wieder abschalten, weil Gegenverkehr, ne? Ist eine Landstraße über Land. Warum auch eines der deutschen Teams, die ich eventuellerweise hier da noch die 5 Fahrten mache, oder auf jeden Fall 5 Fahrten, ja, naja, warum nicht, ne? Österreichisches Team ist leider keines dabei, wo ich sagen könnte, ich fahre von Österreich aus weg. Also werde ich mir eines der Deutschen nehmen. Eventuell München oder so, ne? Das Münchner Team. Bin mir auch nicht so sicher, aber ich glaube, no, jeweils vom Startpunkt München zum Beispiel wird dann immer weitergefahren. Ne? Gut, Europa ist in diesem Punkt dann ziemlich klein und beschränkt. Aber das soll ja nicht
heißen, dass ich hier in 80 Tagen nicht durch Gesamteuropa durchkomme. Ne? Weil wir waren ja schon in Italien, wir waren in Deutschland, wir waren in Österreich, wir haben auch einen Auftrag bereits aus Tschechien angenommen, einen jetzt aus Paris. Den nächsten nehmen wir aus den Niederlanden schon mal an. Also, bitte, was will man mehr? Ne? Wir kommen ja schon mal rum. Was sie? Hätte ich schon fast meine Auffahrt verpasst. Ja, Biagi, ne, ist die Zollstation. Die Mautstation, meine ich. Damit wir auch sehen, wo wir hinfahren. Ne? No. So, jetzt haben wir auf der Autobahn und in Frankreich. Geld 90 frei. Dann fahren wir auch die 90. Dass wir da nämlich auch zügig vorankommen, meine Damen und Herren. Wir wollen ja nicht, genau. Wir wollen ja nicht hier einfach so herumtrödeln oder sonst irgend sowas. Ne? Wie schaut's denn davon aus? Ich glaube, da muss ich noch links rüber. Ordnen wir uns gleich mal ein. Über Brüssel geht es nach Amsterdam. Brüssel, europäische Hauptstadt, kommt man sagen? Oder soll man, kann man Brüssel als europäische Hauptstadt bezeichnen? Ich meine, in Brüssel ist das EU-Parlament daheim und das alles. Ne? Aber jetzt dadurch Brüssel zur europäischen Hauptstadt? Sagt mir doch eure Meinung, schreibt sie in die Kommentare und lasst es mich wissen, was ihr von dem hält oder haltet. Ne? Ja, da drüben dürfte ein Unfall wieder mal passiert sein. Oh. Das kann Stau ergeben, das kann Stau ergeben, meine Damen und Herren. Ujemini, ujemini.
So, da vorne grüßt uns schön langsam die Morgensonne. Guten Morgen, liebe Sonne. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ihr seid ja alle wieder da. Die Sonne ist da, die Sorgen sind da. Und Exomarf ist ebenfalls da. Genau. Aber da vorne scheint wirklich ein wundervoller, schöner, also wunderschöner Morgen zu beginnen. So schön leicht rötlich-orange, leichtes Gelb, mit Übergang in ein helles Blau, fast keine Wolken, ab und zu nur. Ne? Also, das nennt man einen schönen Sonnenaufgang. Das hier nenne ich einen schönen Grenzübertritt. Ich glaube, wir sind jetzt in Belgien, meine Damen und Herren, wenn ich mich nicht irre. Weil Brüssel liegt ja in Belgien. Ne? Von Belgien sollten wir auch noch eine Fahrt mal aufnehmen oder so. Ne? Wäre wahrscheinlich nicht einmal so schlecht. Oh, da hätten wir uns auch noch ein kleines Frühstückchen holen können. Oh, die Zeit wäre angenehm gewesen, 5:30 Uhr. Oh, wäre die richtige Frühstückszeit gewesen, würde ich sagen. Und das wäre das erste Mal gewesen, wo ich sogar eine Tankstelle und einen Rastplatz gehabt hätte, wo ich mit meiner 45 Minuten Pause hätte durchziehen können. Ne? Und das ohne, dass ich überziehen müsste. Aber nee, nee, dieses Mal nicht. Und der da hinten lässt mich auch wirklich da rein. Danke. Wie es sich gehört auch für einen Tracker. Als Dankeschön, ne? Zumindest in Europa. Wobei das macht man eigentlich nur unter Trackers und nicht nur mit PKWs. PKW-Fahrer kennen das nicht, meistens nur. Oder zwangsweise. Aber hier auf dieser Strecke gibt es ja eine Menge an Tankstellen und Rastmöglichkeiten. Das ist heftig. Hätte ich bei Zeiten gerne woanders auch. Rotterdam. Okay. Erstmal Richtung Rotterdam, weil Amsterdam ist nach Rotterdam, ne? Auf der Fahrtstrecke, ne? Da kommt Brüssel, Rotterdam, Amsterdam. Das sieht man jetzt eh auch schon, Rotterdam und Amsterdam ist da angeschrieben. Und da haben wir die Sonnenkugel, den Sonnenkreis vor uns. Sogar die Straßenbeleuchtung geht jetzt schon, sogar schon aus. Meiner Meinung nach ein bisschen vielleicht zu früh.
Hätte ein bisschen ruhig länger eingeschalten bleiben können. Aber man weiß ja, auch in der heutigen Zeit muss man Strom sparen. Und warum nicht, ne? Also, soweit ich das neue Mikrofon hier auch mit beurteilen kann, weil jetzt habe ich ja schon einige Aufnahmen gemacht und ich habe auch schon einige Aufnahmen also mir angehört und schon vorgeviewt oder wie man das nennt, ne? Das Screening gemacht von den Aufnahmen, so nennt man das, ne? Das Mikrofon, oh. Ich meine, ich muss jetzt nicht schreien oder so, und trotzdem versteht man mich klar und deutlich. Ich rede in einer normalen Tonlage. Ich meine, ich schreie jetzt nicht ins Mikrofon rein, ne? Und allzu lauter reden tue ich eigentlich gerade auch nicht. Vor allem, es ist kurz nach 21 Uhr am Abend. Da schreit man auch nicht. Und jo, trotzdem versteht man ganz gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt am Mikrofon liegt oder ob es am Mischpult liegt, weil ich das Mischpult ja auch also ausgetauscht habe. Ich habe vorher ein kleines, unter Anführungszeichen, transportableres Mischpult von Behringer gehabt, mit dem ich eigentlich auch ganz zufrieden war und ganz zufrieden bin. Man kann es sehr gut verwenden. Man könnte sogar das Mischpult sogar mit eingelegten Batterien verwenden, sodass man stromlos unterwegs sein kann. Aber jetzt habe ich halt hier ein Yamaha-Mischpult. Dieses Mischpult hat sogar auch ein eingebautes, unter Anführungszeichen, Effektgerät. Weil als Effektgerät kann man es ja jetzt nicht wirklich bezeichnen. Es ist halt eine eingebaute Sache. Oh, hardwaremäßig. Eventuell, ja, ich weiß nicht, kann man da auch von softwaremäßig oder was reden? Ich weiß ja nicht, ob diese Teile auch Software haben oder so, ne? Ich würde sagen, elektronisch. Ein elektronisches Hallgerät, also Effektgerät mit ein bisschen Hall und ein bisschen Reverb, habe ich hier am Mischpult direkt drauf. Was ich beim Behringer nicht gehabt habe, aber da hätte ich sogar noch immer da mein Effektgerät selbst noch bei mir. Das würde ich eher wahrscheinlich auch bevorzugen, bevor ich dieses eingebaute etwas verwenden würde. Spaßeshalber können wir ja kurz nach der Folge mal das Ganze hier austesten. Können wir ruhig mal ganz kurz nach der Folge mal austesten hier. Sollte ja kein Thema sein. Brauche ich ja nur mal hier dann mal kurz aktivieren. Wobei ich nicht zu viel drauf geben möchte, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, wie das denn so ist mit Aufnahmen. Ich habe nur mal mein Mikrofon hier eingestellt, lautstärkenmäßig.
Ich habe das die Effekte noch nicht, die Soundeffekte noch nicht wirklich getestet und aktiviert. Also Soundcheck gemacht, ne? Den habe ich ja noch nicht gemacht. Wie ich einen Soundcheck hier durchgeführt habe oder wie ich den durchführe über das Mischpult, ne? Ich habe einfach Audacity gestartet, habe dann einfach mal ganz normal gesprochen, habe mir da die Tonspur angeschaut, wie hoch ist der Ausschlag und jo, daraufhin habe ich halt da ein bisschen herumgedreht und jo, und auch den Regler so definitiv eingestellt, sodass der Ausschlag nicht zu groß ist. Gleichzeitig habe ich am Mischpult auch, ne, wie heißt, ja, die können lappen halt, ne? Den Ausschlaggeber da, ne, wo man sieht, welchen Ausschlag hat man vom Sound her. Nee, 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 nee. Wenn alle anderen auch schon das Licht ausgeschaltet haben, können wir das auch machen. Ja, vielleicht geht es sogar aus, dass ich heute noch noch den Aufdruck gleich annehme. Das schaut nämlich ganz gut aus, 8:15 Uhr. In circa 40 Minuten sind wir da. Und dann noch den Auftrag gleich annehmen, hinfahren, ankoppeln und mal schauen, wie weit ich dann noch komme. Bis 10, maximal 11 Uhr, sage ich mal, ne? Damit wir hier auch den Arbeitstag so richtig gut durchnehmen können, also so richtig schön einplanen können und mitnehmen, ne? Ja, ne, ist wichtig, ne? Ist wichtig, wichtig. Spurwechseln. Ist halt jedes Mal ein bisschen ungewöhnlich, mitten auf der Autobahn eine Kreuzung zu haben. Aber bitte. So, bin gespannt, wo der Teil jetzt hier abliefern muss. Die Flugförderungsgeräte oder auch Stapler, im allgemeinen Deutschen genannt. Ah, da drin. Wie schön.
Ja, viel Spaß. Da muss ich da jetzt rein. Und dann da drinnen wenden. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dann machen wir mal das hier. Ich muss da ein bisschen ausschwenken. Die KI interessiert das so oder so nicht. Wie geht sich's da vorne aus? Kommen wir da durch? Na, vorne schaut's gut aus. Komme ich da jetzt irgendwie rum? Wo eck ich ihn an? Ja, mal schauen. Ah, gut, da eck ich an. Na komm, das kann ja nicht so schwer sein. Einmal da rüber. Und dann gehe ich da an, oder was? Diese Einfahrt ist zu klein für mich. Jetzt ecke ich wieder da vorne an. Ja, dann hör jetzt auf, da hinten zu mucken. Ja. Na, dann versuchen wir halt was anderes. Wenn ich so schon nicht reinkomme, blockiere ich mal da die komplette Straße. Bitte schön. Aber dann brauche ich da einen Außenhelfer, ne? Dass das so kompliziert ist, da. Wie, wenn ich jetzt auf der anderen Seite wieder anlege.
bisschen konzentriert, meine Damen und Herren. Aber jetzt haben wir es geschafft. Dankeschön. Wie spät haben wir es denn jetzt? 9:14. Na, da geht es sich aber noch aus, dass ich jetzt hier noch den Auftrag raussuche. Von World of Drugs. Da müsste es irgendwo einen Auftrag jetzt geben mit den LKWs, wenn es wahr ist. Ja, da ist er ja. Dann nehmen wir den Auftrag an, holen wir den ab von der Europa und dann schauen wir nach, ne? Dann schauen wir, wie weit wir da kommen. Dachhändler habe ich noch nicht entdeckt gehabt hier. Das ist sehr schön. Da entdeckt man sogar noch Sachen, die man noch. Da fährt man sogar noch über Strecken, über die man noch nie gefahren ist. Das ist sehr schön hier, ne? Also wirklich. Ah, und da ist der nächste LKW hier. Oh, schick, schick. Schick, schick, magnifique. Müssen wir aber mal rausschauen. Oh, ja. Interessant, also wirklich den Platz exakt genutzt hier. Eurotruck Simulator steht drauf. Ne? Also der LKW da draußen, gut, ein bisschen schaut da hinten rüber. Aber sehr schick. Schick, schick. So, beim DAXA waren wir hier auch schon mal, da war ich schon mal, ich glaube, ich war sogar mal mit euch hier, ne? Glaube ich.
Alleine fahren mit den Deutschen kann ich sowieso nicht machen. Nämlich die nach Paris. Weil da müsste ich heute noch Aufnahmen machen. Wenn ich sie mit euch fahren möchte. Und ich möchte diese Fahrten hier alle mit euch machen. Weil die hier mit in das Projekt in 80 Tagen durch Europa reinfließen. Das würde ja nichts bringen, wenn ich jetzt plötzlich Offline-Fahrten machen würde. Ne? Das möchte ich nicht. Eine schicke kleine Auffahrt hier auf die Autobahn. Jo, jetzt geht es runter wieder über Rotterdam und Brüssel nach Paris. Wo wir dann den LKW abladen dürfen. Und dann entscheiden wir uns. Frankreich, Stuttgart oder München oder sonst irgend sowas. Jo, ankommen werde ich dann irgendwann in der Nacht. Weil jetzt muss ich dann bald schauen, dass ich hier irgendwo dann die Pause überbringen darf oder muss. Ne? Wir wissen, schön brav die Pause einhalten. Aber ich bin zuversichtlich, ich bin guter Dinge, würde ich sagen. Das wird sich schon irgendwie gleich ausgehen. Da sind wir ein bisschen gesprungen. Ja, so eine Dehnungsfuge halt. Ja. Ja. Oh, wow, was? Wieso? Was? Ja, dann geh nicht auf 60 FPS rauf. Okay, come on. Oder holt sich der Computer schon wieder irgendwelche Updates? Ja, dann zack das auch herum, ne? Na, muss ich dann mal schauen. Was da war? So, Rotterdam. Ach, super. Auf einer Seite fährt man rein, da ist gar nichts. Und auf der anderen Seite kommt man raus und da ist Regenwetter wie Sau. Da kenne ich aber auch irgendwo. Ja, ne? Wir haben auch einen Tunnel bei uns hier in der Gegend, durch den ich eigentlich jedes Mal fahren muss und so. Ne?
nicht zur Arbeit war. Wobei der war jetzt die ganze Zeit schon gesperrt, weil dieser über den Winter jetzt renoviert wurde. Ne? Ja. Er wurde saniert. Ne? Renovieren tut man keinen Turm. Der wird saniert. Ne? Ist normal. Ne? Ist noch eine Woche ab heute gesperrt. Also diese Folge ist dann schon längst draußen. Da ist der Tunnel schon wieder längst offen und so. Ne? Worauf ich hinaus möchte, ist, auf einer Seite folgt das schöne Wetter, fährst durch den 500 Meter Tunnel, 700 Meter, keine Ahnung, der ist nicht einmal einen Kilometer lang, der Tunnel. Aber auf der anderen Seite kann es schütten, wie Sau. Also, ich kenne das. So, nächste Gaststelle ist unsere G. Und wir erstmal rauf auf die 80. Brücke. There's a bridge to beach. Und wenn man vom Teufel spricht, da kommt auch schon die nächste Tacke in Sicht. Nein, tanken selbst brauche ich noch nicht. Tank habe ich noch genug. Oh, aber mal da hinten rum. Ist, glaube ich, ein bisschen idealer. Vermute nämlich, oh, hier habe ich LKW-Standplätze. Ne? So. Haben wir gleich auf dem ersten da drüber. Und Pause. Meine Damen und Herren, das war's dann für heute. Aber bevor ich jetzt hier Schluss mache, habe ich gesagt, möchte ich das hier noch.
durchmachen. Dafür schalte ich mir das hier ein und das schalte ich mir ein. Jetzt sehe ich hier, weil ich habe ja meine Stimme momentan nicht über die Kopfhörer gehabt. Ne? So, jetzt sehe ich hier meine Werte. Ich bin ungefähr bei minus 20, minus 15, ungefähr um den Dreh rum. Ich habe mir über die Vorhörfunktion jetzt auch das Teil hier mit aktiviert. Jetzt aktiviere ich das hier auch. So, Vorhörfunktion höre ich schon mal. Und jetzt gebe ich ein bisschen drauf. Muss ja nicht viel sein, aber das jetzt hier ist der Hall und auch einer der Halle, die es gibt. Dann hätten wir auch noch, boah, das ist, keine Ahnung, was war das? Reverb Room. Nö, ich höre nichts. Das hier ist dann Reverb Hall 1. Also das eine hatte geheißen Reverb Stage. Das hier ist Reverb Hall. Das hier ist eben Reverb Stage 1, aber bitte nö, weil es gibt auch noch eine zweite Reverb Stage. Keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Jo, was gibt es denn sonst noch? Dann gibt es noch Phaser, wie das heißen du? Nö, so Phaser. Das müsste dann das hier sein. I don't know. Chorus ist auf der 12. Chorus ist bam. Test 1, 2. Na, ich höre jetzt gar keinen Unterschied. Und wisst ihr was? Warum mache ich das überhaupt? Ich bin keine Sänger, ich nichts musizieren, ich nichts Musik machen, ich eigentlich nur hier blöd sitzen und blöd reden und ein bisschen spielen, ne? Meine Damen und Herren, und bezüglich Spielen bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen nochmals. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss, Servus und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.